Hi, ich bin Exocon und willkommen auf meinem Kanal zu der Story-Driven Lost Ark Videoversion. Heute sogar zu ein kleines Jubiläum, Zahlenjubiläum, und zwar Band 5, Kapitel 5, Wald der Riesen. Der letzte Abschnitt von der Insel Tortoik. Direkt hier, wir sind in Begleitung von Stitch, unserem weißen Kater. Garanana, schön dich wiederzusehen. Dank dir bin ich gut angekommen. Die Lage in Tortoik ist nicht gut. Allein vom Ansehen kann ich dir sagen, dass die Himmelsreichsteppe krank ist. Weiter nördlich wird der Boden immer schwächer. Jetzt will ich erstmal die hiesigen Pflanzen untersuchen. Wenn du weitergehst, siehst du meine Kollegen Klonlon. Bitte sammle ein paar Pflanzen und bringe sie ihm. Klonlon? Klonlon? Oh, die Pflanzen sind direkt hier. Es ist alles verdorrt. Kann ich auch noch die anderen? Nein. Das ist der Wald der Riesen. Laut Karten müssen wir nach Norden gehen, um das Ding zu finden. Dieser Ort ist riesig. Schwärmen wir aus und suchen getrennt. Wir sehen uns später. Sei bitte vorsichtig. Wir sehen uns später. Cool. Einfach durchs Warten, haben wir den Strauch nochmal plündern können. Looten können. Können wir hier nochmal reparieren? Ja. Tränkehändler brauchen wir nicht. Kakao. Diese garstigen Piraten. Drangsalieren die Babyriesen. Es sind ganz brave Babys, aber die Piraten stacheln sie so sehr an, dass sie Wutanfälle bekommen. Bitte halte die bösen Piraten auf und rette die Babyriesen. Gib bitte anschließend Klonlon Bescheid, der die Felsriesen studiert. Niemand greift Babyriesen an. Ich glaube, es hackt. Warum versammeln sie sich da? Das sieht aber schon ein wenig verdächtig aus, oder? Du bist da. Pastata? Ich bin Pastata. Meine Freunde erzählten von deinem Kampf gegen die Piraten. Ich weiß noch, als ich dich zum ersten Mal sah. Ich wusste, du würdest eine große Heldin werden. Ha! Warum ich so aussehe, fragst du? Hahaha. Es ist ein Familiengeheimnis, aber ich verrate es dir, weil du meine Heldin bist. Berühre einen Kiesler am Kopf und du verwandelst dich auch in einen. Klasse, was? Ha! Was mache ich denn da? Das Oberhaupt hat mich gebeten, dir diesen Brief auszuhändigen. Deshalb bin ich mutig in dieses Gestalt hergekommen. Haha, er sagt, er sei sehr wichtig. Komm schon, lies ihn. Okay. Wir untersuchen mit der Lupe den Brief. Ohne sein Herz fiel Tortoik in einen tiefen Schlummer und erstarrte langsam zu der Insel, die er nun ist. Jahrhundertelang kannte dieser Ort nur Frieden. Aber nun zerstören Piraten die Insel und fügen Tortoik schwere Wunden zu. Wenn wir Tortoiks Herz nicht zurückbringen, verschlimmern sich seine Wunden und er versinkt im Meer, wie die anderen Riesen. Wir müssen Tortoik sein Herz zurückbringen. Würdest du bitte zur Felswiege gehen? Die Felsriesen kennen Tortoik schon lange. Vielleicht wissen sie, was zu tun ist. Ich die Ketten vorsichtig ab. Ich erledige das hier, also lauf einfach weg. Das ist jetzt mal gut hier. Hochgelaufener Felsriese.
Okay, wir müssen da oben hin zum Fahrstuhl. Diese Pflanzen, ich hatte nicht erwartet, dass sie gesund sind, aber es ist noch schlimmer als gedacht. Der Boden ist instabil und nicht mehr sicher. Und es wird schlimmer, je weiter es nach Norden geht. Ich muss einen Weg finden, um Tortoix zu helfen. Ah, vielen Dank, dass du die Babyriesen gerettet hast. Als die Piraten anfingen, sie aufzustacheln, reagierten sie natürlich heftig. Manchmal greifen sie sogar uns an und das ist übel. Tortoix ist verletzt. Wir müssen ihn beschützen. Wie das Oberhaupt gesagt hat, werde ich nach Möglichkeiten suchen, Tortoix zu heilen. Angrid, du solltest zur Felswiege gehen und einen Weg finden, sein Herz zurückzugeben. Aber du kannst nicht mit den Felsriesen kommunizieren. Was? Es geht? Wie denn? Indem du dich in einen Kiesler verwandelst? Wow, du bist so schlau. Na gut, dann zähle ich auf dich. Du kannst mit Felsen sprechen? Das ist ja erstaunlich. Los, finden wir diese Kiesler. Nein, nein, nein. Wir wollen runter, nicht auf. Runter, da. Zack, zack. Nochmal hüpfen. Und wir sind unten. Felswiege, heiliges Land, dem die Felsriesen Tortoix entstammen sollen. Lausche den Worten der Felsriesen und finde einen Weg, um Tortoix Herz zurückzugeben. Warte, dort sind Piraten. Was du nicht sagst. Hol mich hier raus. Ich helfe dir, sie loszuwerden. Erwäge es, sich Dino zu trauen. Wir erwägen es. Das sind Lakaien von Ed dem Roten. Die Kiesler sind hier versammelt. Sollen wir uns vielleicht verwandeln? Ein rührendes Kieslerkopf. Wer ist das? Sie sind wie aus dem Nichts erschienen. Total putzig. Tortoix Wunden werden immer schlimmer. Wenn das so weitergeht, was geschieht dann mit Tortoix? Die Insel wird in einen ewigen Schlaf fallen. Genau wie Tortoix, der letzte Riese. Der Riese verlor sein Herz. Ja, wer erinnert sich an Fluch der Karibik 2? Mit Davy Jones? Sein Herz ist dort, wo seine Nacht begann. Setze die Herzteile wieder zusammen. Du da! Ja! Komm mal her! Wer bist du? Neu in der Stadt? Was? Du glaubst, du kannst uns helfen? Vergiss es. Kleine Kiesler wie wir können niemandem helfen, nicht mal uns selbst. Was könnten wir schon tun? Alle unsere Erwachsenen sind gefesselt, was für alle hart ist. Bist du sicher, dass du uns helfen kannst? Nur zu, hilf unseren Erwachsenen. Einige seltsam aussehende Fieslinge sind in diese Wiege eingedrungen und belästigen uns.
zurückverwandeln und den Felsriesen helfen. So. Hello. It's me. Seht! Der Captain kämpft gegen Steinriesen! Ich habe einen Plan! Wenn ich etwas grünen Cashew-Saft bekomme, helfe ich euch alle zu erledigen. Na klar. Geben, nicht geben, geben, nicht geben. Nein, erstmal nicht. Er soll ja unser Pet bleiben. Nun, es war ein Versuch wert. Captain Eddie, Sir, ich bin's, Cetino. Ich habe euch in keinster Weise betrogen. Ich habe nur versucht, sie in einen Hinterhalt zu locken. Bitte vergeben Sie... Cetino. Gute Reise, Verräter. Und jetzt werde ich noch so ein lästiges Insekt zerquetschen. Cetino. Später um ihn trauern. Captain. Ketten lösen. Okay. Babykiesel. Ich bin's, Pastata. Mocha Mocha ist auf dem Weg zu Tortoiks Kopf. Oh, ich verstehe dich jetzt aber so. Ich war so besorgt um dich, dass ich dir gefolgt bin, so schnell es ging. Ich bin froh, dass du wohlauf bist. Du hast also ganz tapfer die Piraten Kokomo besiegt, hm? Darum bist du der einzige Kokomo, den ich mag. Ach so, es ist ja ein Mocha Mocha. Das Oberhaupt sagte, du und Mocha Mocha sammelt Tortoiks Herzteile. Wenn ihr sein Herz zurückbringt, wird sich Tortoik sicher von seinen Wunden erholen. Bitte rette unsere Insel. Rette Tortoik. Okay, dann nichts wie raus hier. Wir haben es eilig. Zurück in den Wald der Riesen. Okay, da lang. Weg da, Pirat. Warst du bei Pastata? Sagten das die Felsriesen? Was meinen sie damit, dass das Herz dort sein muss, wo Tortoiks Nacht begann? Ich werde daraus nicht schlau. Gehen wir zum Oberhaupt. Er sollte wissen, wie man das Herz zu Tortoik zurückbringt. Kehren wir ins Mokoko-Dorf zurück. Okay, aber wir holen uns... Nee, haben wir ja schon. Okay. Dann auf ins Mokoko-Dorf. Hintergründe sind immer cool. Oh, Retterin der Mokoko. Willkommen im Mokoko. Wie war deine Reise zur Felswiege? Nun sag schon, was haben dir die Felsriesen erzählt?
Der herzlose Riese wird für immer schlafen, wo Tortoix Nacht begann. Nachdem du weg warst, habe ich ein paar alte Aufzeichnungen durchgesehen. Der Sternbote spaltete Tortoix Herz in drei Teile und versteckte dann etwas, das diese Welt schützen könnte, tief in Tortoix Körper. Er schrieb ein Lied darüber, in der Hoffnung, dass es in Zukunft jemand finden würde. Die Felsriesen meinten vielleicht, dass Tortoix seine Augen schließt, wenn sie von Nacht reden. Geh zu Tortoix Kopf und finde das Lied. Du hast die Teile seines Herzens gefunden. Sicher findest du auch das Lied des Sternenboten. Bitte beschütze Tortoix. Ich danke dir. Die Mokoko ging in den Wald der Riesen, um Tortoix zu behandeln. Kommst du mit? Während wir seine Wunden behandeln, findest du vielleicht das Lied, von dem das Oberhaupt gesprochen hat. Okay. Wo soll es denn hingehen? Ja, dann müssen wir hier nochmal den Fahrstuhl nehmen. Wie praktisch. Ja, da unten geht der Gekloppe rum. Okay, wir müssen jetzt hier mal durch. Vorsicht, sorry. Die Wunde beginnt langsam zu heilen. Okay. Nein, nein, lass mich mal durch. Fahrstuhl, 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 Fahrstuhl. Wieder eine Wunde heilen. Tortoix Wunden scheinen endlich zu heilen. Seine Wunden heilen wohl schnell, weil wir zusammengearbeitet haben. Mit Ausnahme von einer Wunde müssen wir uns keine Sorgen machen. Die ist besonders tief und wird ohne spezielle Behandlung nicht heilen. Es gibt ein Gras, das auf Tortoix Körper wächst und genau solch schwere Wunden heilt. Angesichts der Piraten-Kokomo könnte es schwierig sein, es einzusammeln und die Felsriesen sind im Moment sehr aggressiv. Aber wir sind schon so weit gekommen. Wir können es schaffen. Lasst uns die Heilkräuter finden. Behandlungszeit. Es riecht etwas Würziges. Oder ich rieche etwas Würziges. Haha, andere Seite. Edgy Badge. Wir müssen jetzt nach ganz oben. Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Oh, komm schon, Fahrstuhl. Also einmal gerade durch bis zum Treeporter, da ist noch eine Quest. Heile den Schmerz. Hey Jungs, ihr solltet hier weg, hier ist es kalt und feucht. Ist nicht dein Ernst, Fahrstuhl. Geh weg. Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Ah, Fahrstuhl. Komm mit euch los, Jungs. Aus dem Weg. Hab's eilig. Reporter. Hier. Okay, ich wollte jetzt echt alle eine... Okay. Posi Posi. Im Moment ist Tortoix sehr krank. Das kann ich dir sagen. Tortoix schenkt uns das Leben, als es ist Zeit, sich zu revanchieren.
Ich weiß nicht warum, aber der Boden ist brüchig und voller Scherben, was die Geschöpfe ängstlich macht, die auf Tortoix leben. Außerdem gehen die Scherben nicht weg und lassen den Boden darauf verfaulen. Bitte zieh die Scherben heraus, damit der Boden richtig verheilen kann. Tortoix erinnert so ein wenig an die Geschichte mit der Weltschildkröte, dass die ganze Welt auf einem Schildkrötenkörper sich befindet, also sozusagen der Schildkrötenpanzer. Was leuchtet denn hier eigentlich die ganze Zeit? Okay, wir können so rum nicht, wir müssen oben rum. Säubere die Fragmente sorgfältig. Das hat geklappt. Nochmal ein Fragment säubern. Hat auch geklappt. Okay, jetzt müssen wir hier runter in das Heiligtum. Das Kraut. Das Gras der Erholung heilt die Wunde. Okay, wir prüfen. Die Musik beginnt in meinem Kopf zu spielen. Es folgt eine hübsche Melodie. Das Lied ist fast vorbei. Die Melodie des Herzens wurde hinzugefügt. Ja, wir haben Melodie des Herzens. Sehr fröhliches Lied. Bisschen quietschig. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen jetzt wieder zurück. Hast du seine Wunde versorgt? Pusi Pusi, schau mal, wie groß diese Scherben sind. Ich wette, Tortoix hat nun keine Schmerzen mehr. Das sollte allen Mokoko und Lokarok glücklich machen. Genau wie die anderen Geschöpfe. Darf ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Die Piraten haben Bomben um Tortoix Kopf herum platziert. Bitte beseitige die Gefahr für Tortoix. Ich meine damit sowohl die Piraten als auch die Bomben. Sehr süß. Du hast das Lied gefunden. Das ist beeindruckend. Jetzt, da wir Tortoix Wunden geheilt haben, müssen wir ihm nur noch sein Herz zurückgeben. Vergiss nicht, das Oberhaupt hat gesagt, wir sollten zu seinem Kopf gehen. Wir sind die Einzigen, die Tortoix retten können. Sind die Bomben? Hat man die Bomben gesehen? Excuse me. Ich suche nach ein paar Bomben. Ein paar wäre nicht schlecht. Was sind Bomben? Entfernen. So. Moment, hier ist noch. Ja, das war wohl nichts, Zauberin. Nicht rollen. Yeah!
Reporter. Punkt. Ach nein, Exo hat sich vertan. Okay, dann... Egal, wir fahren die andersrum. Hab da den Durchgang nicht gesehen. Ist kein Problem. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Safe so. Ist nur ein kleiner Umweg. Und da sind wir schon. Können wir uns mit Mocha Mocha treffen. Ich bin hier. Sieh dir mal diese Symbole an. Weisheit, Geduld, Mut. Glaubst du, sie haben etwas mit Tortoix gebrochenem Herz zu tun? Ich weiß es nicht, oder sie scheinen miteinander verwandt zu sein. Interessant, oder? Ich habe das Gefühl, dass wir damit die Herzteile verbinden können. Öffne erstmal die Karte. Überprüfen wir noch einmal, ob die Formen übereinstimmen. Eine seltsame Energie erfüllt die Luft. So, Formen. Ja, wir haben hier den Mond. Dann dort die Sonne wahrscheinlich und hier die Wellen für Wasser oder Luft. Klick es einfach an. Mit einer Hand darauf ist da eine Resonanz. Ui, da passiert was. Tortoix Weisheit, Geduld und endlich auch Mut. Die drei Teile sind eins geworden. Wow! Das ist Tortoix Herz. Und sieh da drüben. Es ist ein Mund. Hör hin. Tortoix ruft nach uns. Los geht's. Wir sind die Einzigen, die seine Meinung ändern können. Tortoix ruft nach uns. Gehen wir. Okay, na dann. Schwer. Betreten. Und rein da. In Tortoix Kopf und Nase. Tortoix Herz. Komm, Mucka Mucka. Ich finde das auch super süß, dass der Kleine immer dabei ist. Von dort hinten scheint ein Licht. Gehen wir rein. Ziemlich dunkel hier. Wir nehmen euch alle mit. Okay, wir öffnen mal das Türchen. Die Tür ist sehr schwer. Ich hatte einen Dance hingelegt. Herzkammer. Der Baum dort vorn sieht verdächtig aus, oder? Achte bewegen, damit er nicht verletzt wird. Okay.
Das passt ja. Sieh mal da drüben. Die habe ich noch nie gesehen. Folgen wir ihnen. Wir hatten ja erst Ostern vor nicht so langer Zeit. Da passt es mit den Eiern. Und das Innere hier von dem Herz und Kammer und wenn mal Eimer von, ich glaube, Disney Pixar war das, Strange Worlds, World, gesehen hat. Auf dem Boden hier ist es zu gefährlich für mich. Dann ist das genau das. Bitte nimm mich in deiner Tasche mit. Ist kein Produktplacement, ja. Aber ich nehme dich jetzt mit. Danke. Jetzt eigentlich töten. Geh einfach den Eiern nach. Das wird schon passen. Das ist ein Headbang. Ein bisschen Zeit hier. Dann schützt das so. Ah. Jetzt alle an? Ja. Hoppi. Hm, 88%. Irgendwas haben wir übersehen. Ich glaube, einer war gerade weggerannt. Wo bist du hin, Kleiner? Er hat hier sogar. Hi! 90. Das 100%. Verdrücks Herz. Wächter Perot. Hallo Wächter. Vielleicht kann ich leider nicht verstehen, Wächter. Komm, wir zünden mal Handbremse raus und den Test bestanden habt. Ich bringe euch die Stimme des Großen. Wenn ihr die reine Seele seid, die mein Meister prophezeit hat,
werden alle gern in euer Lied einstimmen. Dort! Tutoikis! Ihnen nach! Das gewirrte Ranken erscheint mysteriös. Schöpferwald. Sollte jetzt ein bisschen freier sein. Eigentlich könnte hier das voll das Zuhause des Osterhasen sein. Dieser Ort ist wie ein Labyrinth. Wollen wir die kugeligen Kerle vom Hügel rufen? Drüben. Melodie des Hells. Hell. Herz. Ja, entschuldigt für das kurze, die kurze Unterbrechung, aber da ich ja, wenn ich mit euch unterwegs bin und Angret den Chat aushabe, nicht mitbekommen habe, dass die Server kurz neu gestartet worden sind. Nennt man Pech. Aber ihr habt nichts verloren. Nichts verpasst. Das wäre die korrekte Aussage. So, und wieder Melodie des Herzens. Immer den Eiern nach. Au. Thank you.
war Steinmonster weg. Obwohl ich schade finde, dass sie hier uns feindlich gesinnt sind. Der Toltoiki und die Eier der Schöpfung bleiben am Ende des abgeschnittenen Pfades stehen. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, ohne einen Pfad, der mich führt. Versuchen Sie, mir etwas zu sagen? Nie. Bieten Sie mir an, mich zu führen? Vielleicht bitten Sie um etwas. Ich sollte mit anderen Toltoiki sprechen. Na. Dieser Toltoiki wollte etwas, das ich habe. Haben Sie etwa auf das Lied reagiert, das ich gespielt habe? Ich sollte einen Toltoiki finden, der Ihr Anführer sein könnte. Sie wollen in jedem Fall eines der Lieder, die ich habe. Vielleicht kannst du ein Lied spielen, um sie dazu zu bringen, dir den Pfad zu zeigen. Welches Lied wollen sie hören? Wollt ihr das Lied der Tapferkeit hören? Wollt ihr die Melodie des Herzens hören? Wollt ihr das Lied der Resonanz hören? Wollt ihr das Lied der Flucht hören? Bestimmt wollen sie das Lied des Herzens hören, oder? Musik. Musik. Sie wollen die Melodie des Herzens. Wir haben unseren Weg und unsere Leiter. Tortoiks Refugium. Ich glaube, das ist unsere weitere Mitnahmemöglichkeit. Müssen wir kurz warten. Die Kristalle hier unten rum, die sich drehen, echt hübsch. Nach oben, stimmt, nach links. Und wir sind da. Kann zu diesem heiligen Ort vordringen. Ich bin deine letzte Prüfung. Zerstöre mich, um dich zu beweisen. Nur jene, die mich zu Fall bringen, sind der Arche würdig. Okay. Deinen Mut!
ist dein Tod unausweichlich. Nenn dich nicht entfernt. Ist dein Tod unausweichlich. Oh, haben die gestunt. Sieh mal, ein kleiner Spross wächst dort aus dem Boden, wo der Wächter stand. Ein Spross erfüllt von mysteriösem Licht. Ich habe eine sehr lange Zeit auf dich gewartet. Auf einen Archenträger, der die Welt rettet. Ich bin Nineveh. Euch gehört nun unser Wille. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. Hui, viele Infos. Aber dass irgendwann einfach den Namen Nineveh merken, werden wir schon dahin kommen. Wir sollen zurück ins Dorf Mokoko. Na dann, wieder zurück. Aber wir können mal fix noch mal hier reparieren gehen. Dein Herz gebracht und gefunden, wonach du suchtest. Gut gemacht. Ach, die Arche. Der Wille der Sternboden hat dich gefunden. Du hast Thortheuk von seiner Pflicht als Wächter der Arche befreit. Jetzt, wo Thortheuk sein Herz zurück hat, werden die Felsriesen wieder normal sein. Das haben wir alles dir zu verdanken. Wir veranstalten ein Fest, um dir zu danken, dass du Thortheuk und uns gerettet hast. Geh zur Dorfhalle. Alle warten auf dich. Wow, da war eine Magierin. Auf einem blauen Marienkäfer. Du bist der Kokomo von vorhin. Du hast Thortheuk gerettet, danke. Siehst du, man kann seine Vergangenheit kennen, um seine Welt zu retten.
Da wurde ich einmal schwer bejubelt. Du bist unser ganzer Stolz. Gut gemacht. Ich bin ja auch. Heute. Schnapsladen. Hui. Guck mal, die sind hier schon alle zu. Wir haben alle keinen Bock mehr. Du hast deine Reise auf Tortoise beendet. Was für ein Erfolg. Hin und zurück. Ich mit Totoma. Macht sicher Spaß. Totoma ist oben beim Dorfältesten. Machst du nicht schon lange da? Eine Schattenjägerin. Nee, Quatsch. Auch eine Todesklinge. Und der Paladin. Doch. Willkommen. Du hast den Schatz gefunden, nachdem du gesucht hast. Beeindruckend. Du hast viel durchgemacht, um ihn zu finden. Jetzt musst du ihn irgendwo sicher aufbewahren. Vielleicht dieses Lied von Trixion? Oder gehe später? Na, wir spielen das Lied von Trixion. Also, gute Reise. Das Lied von Trixion. Auf nach Trixion. Und ich hatte ja erwähnt, wir hatten eine Quest ausgeschaltet. Finde die Archen. Da hatten wir bisher 1 von 7, weil wir die in Lutera die eine gefunden haben. Ja, und jetzt werden es 2 von 7 sein. Das ist aber nicht Nineveh. Ich habe bereits auf dich gewartet. Also grundsätzlich hätten wir die Arche jetzt abgegeben. Aber wir haben die Archen ja schon. Oder mein früheres Ich hat sie schon eingesammelt. Willkommen. Später gehen, aber es ist wichtig. Solltest du ihn nicht so schnell an einen sicheren Ort bringen? Das ist jetzt komisch. Möchte. Eigentlich hat das immer so funktioniert. Andererseits sagt sie auch, sie hat auf mich gewartet. Nicht. Das ist jetzt sehr sonderbar. Das hatte ich bisher noch nicht. Ach. Also gute Reise. Jetzt. Alt umschalten. Also, ja genau. Umschalten G. Muss 9 sein mit den Umschalten G, weil das hatte ich bisher noch nie gehabt.
Aber ich frage mal später nochmal jemanden. Danke. Das Kronjuwel von Regulus, dem Schöpfer. Die Arche der Schöpfung, Ortuus. Ein letztes Geschenk von einem der verbliebenen Riesen. Na, jetzt können wir aber zurück. Danke, Beatrix. Beatrix. Hast du den Schatz bei jemandem gelassen, dem du vertrauen kannst? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Du wirkst sehr glücklich, nachdem du gefunden hast, was du suchst. Also, was hast du jetzt vor? Den nächsten Schatz finden, sagst du? Ah, richtig, noch mehr Schätze finden. Wo der nächste Schatz liegt? Da kann ich dir leider nicht helfen. Aber die Schätze liegen meist in deiner Nähe. Warum fängst du nicht mit dem nächstgelegenen Ort an? Das ist eine Insel namens Toto Silva. Ihre Bewohner sind alte Totoiki. Sie leben schon sehr lange dort. Warte, bevor du gehst, muss ich dich noch um einen Gefallen bitten. Sieh mal, die Mokoko sind anders als andere Völker. Wir sind offensichtlich viel kleiner. Was du nicht sagst? Sicher weißt du, dass wir in Tortoik geboren werden. Genauer gesagt, werden wir aus Mokoko-Samen geboren. Vor langer Zeit geschah etwas Tragisches mit unserem Volk. Bevor Tortoik in seinem langen Schlummer fiel, damals, als er noch aktiv war, hatte er einen starken Niesanfall. Sein Niesen verstreute viele Mokoko-Samen über die ganze Welt. Also diese kleinen grünen Samen. Ja, die so aussehen wie das Symbol. Mokoko können nicht außerhalb von Tortoik geboren werden. Bitte bringe die armen, verlorenen Mokoko-Samen zurück auf unsere Insel. Ich belohne dich, so gut ich kann. Bitte tu dies für die Mokoko. Eine sehr schöne Story. Okay, wir haben jetzt Daten bekommen und Okamoka als unseren Schiffsmitglied. Wir haben jetzt nur eine Piratenmütze bekommen, weil ich ihn schon habe, aber sonst... Wäre das euer nächster... Das ist so wie One Piece, ja? Wie Ruffy seine Sammlung sammelt. So ist Mukamuka euer nächster... Euer nächstes Schiffsmitglied. Begib dich zum Dock. Ja. Tschüss. Gib dich im Dock-Modus auf das Segeln. Boah. Ich glaube, eher Segel bereit machen. Geschlossen. Solche kleinen Dinger leben in Tortoik? Ihr könnt natürlich auch hier euer... Ich fühle mich wie ein Riese. Unterwegs mit dir sehe ich immer so viele neue Dinge, Captain. Du kannst neue Matrosen anheuern. Und mit ihnen durch Arkesia segeln. Genau so ist es. Und die nächste mit Quest... Mit fähigen Matrosen an Bord erhöht sich das Tempo deines Schiffes und die Reise durch gefährliche Gewässer fällt leichter. Ist fertig. Bestimmte Matrosen besitzen besondere Schiffsfähigkeiten, die beim Segeln sehr nützlich sein können. Sie sind äußerst selten, aber es lohnt sich, sie anzuheuern. So, wie ihr seht, haben wir jetzt 2 von 7. Unser nächster Halt ist ganz in der Nähe. Annika. Hast du schon von Annika gehört? Ja, in der Nähe ist... Also wir müssen hier schon hoch. Es ist ein beschauliches und anmutiges Land im Osten Arkesias. Viele nennen es das Land der heiligen Bestie. Setzen wir die Segel. Auf nach Annika.
Das machen wir später. Wir docken nämlich nochmal an. Und wir haben ja noch die Quest von Nahuns Tochter. Hier, niedliches Geschöpf. Bringe ihn Elia Nahun zurück. Und wir haben hier sowas wie ein Überseedampfer. Einschiffung. Aber den nehmen wir in der nächsten Folge. Das war nämlich die letzte Folge von Tortoik. Band 5, Kapitel 5, der Wald der Riesen. Und wir sind mit den allen Quests auf Tortoik durch. Wir geben uns dann hier mit dem Überseedampfer dann zurück nach Lutera, geben die Quest bei Elia Nahun ab und gehen dann nach Annika, in die Hafenstadt. Er ist sehr asiatisch angehaucht. Da sehen wir uns wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst wie immer einen Daumen da, einen Kommentar oder ein Abo für des Kanals. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Exocron.